Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil aus der Reihe Biegung. Wir sind nach wie vor bei der Berechnung der Biegespannung. Nachdem ich Ihnen in dem vorhergehenden Teil gezeigt habe, wie man zu der Formel zur Berechnung der Biegespannung kommt, nämlich die Biegespannung Sigma ist gleich Biegemoment MB geteilt durch Flächenmoment IYY multipliziert mit Z-Koordinate oder abgekürzt für die maximale Biegespannung Sigma ist gleich MB geteilt durch WB, möchte ich Ihnen nun die Anwendung dieser Formel bzw. dieser beiden Formeln zeigen, indem wir einfach uns mehrere Beispiele anschauen. Das erste Beispiel ist der Klassiker. Ein Träger auf zwei Stützen mit einem Rechteckquerschnitt und einer Einzellast in der Mitte. Hier wollen wir jetzt also zunächst mal schauen, wie wir die Biegespannung berechnen können. Wir wollen die maximale Biegespannung bestimmen und wir wollen die Spannung aber auch als Funktion der Koordinate Z darstellen. Fangen wir zunächst an auf der rechten Seite. Das erste, was wir machen müssen, ist, wir brauchen das maximale Biegemoment. Und wie ich schon erwähnt habe, das ist genau das, was wir hier aus TM1 benötigen. An Fähigkeiten. Vielleicht erinnern wir uns, bei einer Einzellast haben wir einen linearen Biegemomentenverlauf und unser Biegemoment sieht im Endeffekt so aus. Und an dieser Stelle hier unter der Einzellast, da ist es maximal. Und jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wie groß es an dieser Stelle ist. Und dazu können wir hier rechts und links die Lagerreaktionen bestimmen. Auch das ist einfach dadurch, dass die Belastung, die Kraft F in der Mitte angreift, halbiert sich die Kraft F und ich habe rechts und links jeweils F halbe. Multipliziere ich das F halbe mit dem Hebelarm L halbe, habe ich genau hier mein maximales Biegemoment, MB max, und es wäre dann F halbe mal L halbe, also F mal L Viertel. Jetzt kann ich vielleicht noch über das Vorzeichen nachdenken. Und dazu würde ich hier noch ein Koordinatensystem einführen, x und z nach unten. Damit kommt die y-Achse aus der Zeichenebene heraus. Und wenn ich zum Beispiel jetzt hier irgendwo schneiden würde, dann würde ich als Biegemoment am positiven Schnittufer ein derart orientiertes Biegemoment einzeichnen. Und am negativen Schnittufer natürlich entgegengesetzt. Okay, und das würde hier drüben natürlich genauso gelten, positives und negatives Schnittufer. Und dann sehen wir, wenn wir um diesen Punkt hier zum Beispiel drehen, unser Momentengleichgewicht aufstellen und wir nehmen die rechte Seite dazu, dann muss unser Biegemoment auch positiv sein. Also haben wir schon mal diese Hürde genommen. So, damit können wir schon auf die nächste Seite gehen. Und wenn wir jetzt hier anfangen wollen mit unserer Formel Sigma, Biegespannung ist MB max, das haben wir gerade bestimmt, geteilt durch I YY mal Z. Die Spannung berechnen, also wenn wir mit dieser Formel jetzt die Spannung berechnen wollen, dann brauchen wir das I YY. Ne? Das ist das, was da unten steht. Und jetzt könnte ich hergehen und könnte sagen, okay, ich erinnere mich, IYY war Integral Z Quadrat dA und dann ist hier schon so ein dA eingezeichnet, kann ich einsetzen, das Integral ausführen, müsste dann halt von Z gleich minus H halbe bis plus H halbe integrieren. Aber genau das haben wir schon mal gemacht, will ich nicht nochmal machen. Und man kann natürlich auch einfach in die Formelsammlung schauen und dann steht drin IYY für einen solchen Querschnitt ist Breite mal Höhe hoch 3 durch 12. Also B mal H hoch 3 durch 12. So, und das können wir schon mal auf der rechten Seite mit unserem MB Max zusammen einsetzen. Also steht für das MB Max F mal L und jetzt gehe ich hier schon mal unter den Bruchstrich Viertel. Für das IYY setze ich ein B mal H hoch 3 durch 12. Die 12 schreibe ich hier oben hin.
und hinten kommt einfach noch das Z dran. So, setze ich jetzt hier einfach mal die ganzen Zahlen ein, um zu sehen, dass es auch funktioniert mit den Einheiten. Dann habe ich hier gegeben für die Kraft F 250 Newton. Für die Länge des Balkens, für das L, habe ich 300 mm. Und unterm Bruchstrich kommt jetzt zunächst mal die 4. Dann das B, das sind 10 mm. Und H hoch 3, H sind 15 mm. Also 15 hoch 3 und dann haben wir nochmal Millimeter hoch 3. Vergessen dürfen wir über dem Bruchstrich nicht die 12. Und dann kommt hinten noch die Z-Koordinate rein. So, wenn ich jetzt alles, was vor dem Bruchstrich steht, ausrechne und für mein Z-Max einsetze, überlegen wir kurz, wie groß Z-Max ist, dann habe ich mein Sigma-Max. Ja? Also dann kann ich hier sozusagen alles ausrechnen. Ach so, ich wollte die Einheiten prüfen. Ich habe hier Millimeter, ich habe hier Millimeter, also bleibt übrig Newton geteilt durch Millimeter hoch 3. Aber das Z bringt auch nochmal Millimeter mit sich und damit bleibt übrig Newton pro Quadratmillimeter und das ist die Einheit von dem Sigma. Ne? Das ist wichtig. Oft sagt man auch Megapascal dazu. Jetzt müssen wir aber hier noch für das Z Max einsetzen. Und das Z Max ist auch einfach, weil hier, man sieht das, das ist genau H halbe. Ne? Schreiben wir das hier nochmal dran. Also setzen wir hier H halbe ein. H war 15 mm, also schreibe ich hier 7,5 mm. So, rechne ich das aus, bin ich bei 50 Newton pro Quadratmillimeter oder wie gesagt, manche sagen dann auch Megapascal dazu. Das ist die maximale Spannung. So, bezüglich der Y-Achse ist der Querschnitt symmetrisch. Also ich habe jetzt die Spannung ausgerechnet, indem ich ein positives Z-Max hergenommen habe an der Unterseite. Ich skizziere das hier jetzt nochmal. Das wäre mein Querschnitt von der Seite. Mein Z geht nach wie vor nach unten und mein X geht jetzt nach vorne. So, an der Unterseite habe ich jetzt 50 Megapascal raus, okay? Und zwar positiv und das trage ich positiv in X-Richtung an. Wenn ich jetzt hier hinten bei den 7,5 mm statt plus minus 7,5 einsetze, dann kriege ich minus 50 raus. Und das würde ich hier oben antragen. Minus 50, die Megapascal lasse ich mal weg. Und dadurch, dass das eine lineare Funktion ist, die Spannung von Z, können wir einfach jetzt hier die Gerade eintragen. Und wir haben dann hier den Spannungsverlauf, den ich dann mit solchen kleinen Pfeilchen noch ein bisschen unterstütze. Und das ist unser Sigma von Z für diesen Fall. Ja? So eine grafische Darstellung eines Spannungsverlaufes wird übrigens oft auch in Klausuren gefragt. Also das ist immer sinnvoll, diese grafische Darstellung auch zu machen. Jetzt möchte ich nicht was völlig Neues machen, sondern ich möchte einfach nur den Querschnitt modifizieren. Und was habe ich gemacht? Ich habe jetzt aus dem Vollprofil ein Kastenprofil gemacht. Die Außenmaße, die habe ich gelassen, wie sie waren. Also Höhe und Breite, das ist genau das, was wir vorher schon hatten. So, und jetzt schneiden wir da in der Mitte Material heraus. Wenn wir Material herausschneiden, dann muss die Spannung steigen. Ja? Weil wenn ich weniger Material habe, muss das verbleibende Material die ganze äußere Belastung aufnehmen und damit muss auch die Spannung steigen. Okay? So, und das können wir letztlich berücksichtigen, indem wir das konkrete IYY ausrechnen für diesen Querschnitt. Und jetzt kann man hergehen und kann klassisch, wie es in der Formelsammlung auch dargestellt ist, die Tabelle aufmachen und kann sozusagen diesen Querschnitt hier in Teilbereiche zerlegen. Also ich könnte jetzt hergehen und könnte sagen, okay, das hier oben,
Das ist Teilfläche 1 mit Schwerpunkt 1. Das hier unten analog Teilfläche 2 mit Schwerpunkt 2. Und dann bleibt hier und hier jeweils übrig S3 und S4. So, dann hätte ich vier Teilflächen, würde diese Tabelle aufmachen und würde entsprechend das für diese vier Teilflächen machen. Funktioniert auch, kommt auch das Richtige raus. Aber in diesem Falle, und der ist nicht so selten, deswegen will ich Ihnen das zeigen, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wir haben ja hier den Schwerpunkt. Und der Schwerpunkt, das ist der Schwerpunkt von dem, was ich hier rausschneide. Das schraffiere ich mal gelb. Und das ist gleichzeitig der Schwerpunkt von der kompletten Außenfläche. Jetzt mit grün schraffiert. Und wenn die Schwerpunkte gleich sind, und nur in diesem Falle, kann ich die Flächenmomente, die ja ganz einfach zu bestimmen sind, nämlich ich sage Breite mal Höhe hoch 3 durch 12, einfach voneinander abziehen. Und das will ich jetzt auch tun. Also schreibe ich hier für mein I y gleich äußere Fläche, ich nehme vielleicht auch mal die passende Farbe, grün, Breite mal Höhe hoch 3 durch 12. Und jetzt muss ich abziehen, hier diese gelb-braun Geschichte. Und da ist die Breite nur noch b minus 2t und die Höhe ist wiederum h minus 2t. Das alles hoch 3 und geteilt durch 12. Also das geht deutlich schneller, wie wenn man jetzt das mit der Tabelle machen würde. Natürlich habe ich die Zahlen eingesetzt, damit wir hier auch am Ende ein paar Werte bekommen. Und hier komme ich auf 2148 mm hoch 4. Das ist wichtig, dass man sich daran gewöhnt, dass IYY, das hat einfach immer die Einheit Millimeter hoch 4. So, wenn ich jetzt meine maximale Spannung wieder ausrechne, dann sage ich wieder, ist mein maximales Biegemoment, daran hat sich nichts geändert, durch das neue IYY und Zmax ist immer noch h halbe. Also da hat sich nichts dran geändert. So, das Einzige, was wir jetzt machen gegenüber der Rechnung auf der Seite zuvor, ist, dass wir an dieser Stelle jetzt diesen neuen Wert einsetzen. So, dadurch, dass dieses Flächenmoment jetzt kleiner ist als das, was ich vorher hatte, muss meine Spannung entsprechend größer werden. Okay, und das sehe ich auch tatsächlich, wenn ich die Zahlen einsetze, dann komme ich auf 65 Newton pro Quadratmillimeter. So, schon mal im Hinterkopf behalten, vorher hatten wir 50, jetzt haben wir 65. Also, wir haben eine Steigerung um 15 Newton pro Quadratmillimeter. Aber schauen Sie, wir haben aus einem Vollprofil ein Kastenprofil gemacht. Wir haben also erheblich Werkstoff gespart. Das ist letztlich der Gedanke des Leichtbaus. Ja, der wird in der gesonderten Vorlesung behandelt. Wir machen jetzt einfach weiter mit einer Modifikation Nummer 2. Und Sie sehen, ich habe wieder die Höhe bei 15 gelassen, die Breite bei 10 gelassen. Und jetzt bin ich hergegangen und habe ein solches T-Profil hierher genommen. Und auch in diesem Falle bin ich jetzt in der Lage, mein Flächenmoment zu berechnen, indem ich die grüne Gesamtfläche nehme, wie auf der Seite zuvor, und von der grünen Fläche jetzt hier die zwei gelben abziehe. Der Schwerpunkt von den zwei gelben, der liegt wieder im Schwerpunkt von der grünen. Und deswegen kann ich das machen. Ja? Also schreiben wir auf der rechten Seite jetzt auf für diesen Fall. IYY ist gleich die grüne wieder, das ist die äußere, Breite mal Höhe hoch 3 durch 12. Und jetzt müssen wir abziehen, minus. Und dann haben wir jetzt hier die Breite
Und in dem Falle ziehen wir halt nur einmal t ab, weil der Steg in der Mitte die Breite t hat. Also minus t. Und bei der Höhe ziehe ich jetzt aber wieder zweimal t ab. Also h minus 2t hoch 3 durch 12. Okay. So, wieder ein bisschen weniger Material. Also muss mein i yy noch mal ein bisschen kleiner werden als zuvor. Und setze ich meine Zahlen ein, komme ich auch wirklich auf 1925 Millimeter hoch 4. Zuvor, wie gesagt, hatten wir 2145 Millimeter hoch 4. Kleineres i, yy, größere Spannung. Ne? Also wieder, ich schreibe nochmal unsere Formel auf, Sigma max ist mb geteilt durch i, yy. Okay, und in dem Falle wieder z max h halbe. Einziger Unterschied. Jetzt setzen wir das hier ein. Wie gesagt, nochmal ein bisschen kleiner geworden, also kommt eine etwas höhere Spannung raus. Und jetzt sind wir hier bei 73 Newton pro Quadratmillimeter. Also man sieht schön, umso mehr Material ich rausnehme, umso mehr steigt auch die Spannung. So, und die letzte, die dritte Modifikation. Das wäre jetzt eine Konstruktion, die in Richtung Sandwich-Bauweise geht. Wir sehen, ich habe jetzt oben und unten nur noch tragendes Material. Nun werden Sie sich fragen, wie soll denn das funktionieren? Diese Schichten müssen doch miteinander verbunden sein. Typischerweise, das, was hier so pink oder altrosa dargestellt ist, das könnte dann eine Aluminiumwabenschicht oder sogar eine Papierwabenschicht sein, die einfach nur dazu dient, dass die obere und die untere Schicht auf Abstand gehalten werden. Und dann können die jeweils einen Teil des Biegemomentes übertragen. Ja? Und auch hier habe ich meine Maße beibehalten, b und h. T sind wieder die 2 mm, oben und unten. Und jetzt bestimme ich wieder mein iyy. Und ich mache das jetzt der Vollständigkeit halber nochmal mit der grünen Farbe. Also das ist die äußere Fläche. Ne? Also sagen wir iyy, iyy ist gleich Breite mal Höhe hoch 3 durch 12. Halt, wollte ich grün machen. Breite mal Höhe hoch 3 durch 12. Und jetzt geht es weiter mit Minus. Und jetzt haben wir die Fläche hier innen drin. Ne? Schwerpunkte sind wieder gleich. Die Breite ist auch gleich. Und bei der Höhe müssen wir halt 2t abziehen hoch 3 durch 12. So, nochmal ein bisschen weniger Material. Jetzt sind wir hier bei einem iyy von 1703 mm hoch 4. So, wenn wir das jetzt in unsere Biegespannungsformel einsetzen, dann, wie gesagt, ändert sich wieder bloß das iyy und ich komme auf 82 Newton pro Quadratmillimeter. Nochmal, gestartet bei einem Vollprofil bin ich mit 50 Newton pro Quadratmillimeter. Jetzt habe ich innen alles weggelassen, habe nur noch oben und unten eine Schicht und jetzt bin ich bei 82. Und bei der Gelegenheit will ich hier jetzt nochmal die Spannungsverteilung einzeichnen, weil die ist jetzt nochmal interessant. Also, wir zeichnen uns nochmal den Querschnitt von der Seite. Dann käme hier so eine gestrichelte Linie für eine unsichtbare Kante rein. Ne? So, hier ist unser Schwerpunkt, der ist hier. Z-Achse geht nach unten, X-Achse geht nach vorn. So, jetzt habe ich hier 82 ausgerechnet. Okay, unten Zug, oben Druck. 82 wäre jetzt vielleicht hier.
setze ich für z max minus h halbe ein, bin ich bei minus 82. Das ist vielleicht hier. So, und wenn ich jetzt hergehe und das klassisch verbinde, so wie ich das sonst immer gemacht habe, weil ich ja weiß, die Spannung ist eine lineare Funktion von z, dann, so, hier nehmen wir nur noch so ein bisschen gestrichelt an. Und warum mache ich das gestrichelt? Weil in der Mitte, wo die Papierwabe ist oder die Aluminiumwabe, da wird fast keine Spannung, die kann ich vernachlässigen, übertragen. Das Einzige, wo noch Material da ist und wo Spannung übertragen wird, das ist hier außen. Ja? Und dementsprechend muss die Spannung natürlich auch größer werden. Okay. Aber weil bei der Berechnung der Flächenmomente ich ja hier die Höhe hoch 3 immer drin stehen habe, sind eben genau diese äußeren Schichten die entscheidenden Schichten, die in der Lage sind, viel Spannung aufzunehmen. Und wenn ich innen was weglasse, dann ist das nicht so schlimm. Und das ist der Grund, warum man gern Hohlprofile benutzt oder im Extremfall solche Sandwich-Bauteile, wo man nur noch oben und unten dünne Schichten aufklebt. Ja? Okay, das waren zunächst mal diese drei Beispiele, die ich Ihnen zeigen wollte. Und ich habe noch eine Bemerkung, die ganz wichtig ist und die auch eine Überleitung ist zu dem, was jetzt noch kommen wird. Der Anwendungsbereich der bisher gezeigten Formeln ist eingeschränkt. Diese Formeln sind nur auf den Fall der sogenannten geraden Biegung zurückzuführen. Was heißt es, wenn wir gerade Biegung haben? Oder umgedreht vielleicht gefragt, was heißt es, wenn wir keine gerade Biegung haben? Deswegen habe ich hier aus der Formelsammlung den entscheidenden Punkt nochmal rausgeschnitten und auf diese Folie gebracht. Fällt die Wirkungslinie der am Balken angreifenden Kraft nicht mit einer Symmetrielinie des Querschnittes zusammen, Fall A, Wirkungslinie der am Balken angreifenden Kraft ist sowas, ne? Das wäre die Wirkungslinie, die fällt nicht mit einer Symmetrielinie des Querschnitts zusammen, offensichtlich, Fall A. Oder besitzt der Querschnitt keine Symmetrie, Fall B. Ja, da kann ich keine Symmetrielinie ausmachen. Dann liegt sogenannte schiefe Biegung vor. Und dann funktionieren die Formeln nicht so einfach wie das, was wir gerade gesehen haben. Ja? Wenn wir nochmal zurückblättern, bei diesen Beispielen, die wir hier gesehen haben, hat der Querschnitt eine Symmetrielinie, auf jeden Fall, und die entsprechende Wirkungslinie der angreifenden Kraft, die liegt sogar auch noch auf dieser Symmetrielinie. So gesehen waren das alles Beispiele für den Fall der geraden Biegung, die sich im Endeffekt nur darin unterscheiden, dass man ein anderes IYY ausrechnen muss und aufpassen muss bei dem entsprechenden Z-Max, was man einsetzt. Die Probleme der schiefen Biegung, die schauen wir uns in einem weiteren Video an. Abschließend möchte ich noch hervorheben, dass bei den ganzen Beispielen, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, der zentrale Punkt die Berechnung des Flächenmomentes IYY gewesen ist. Dieses Flächenmoment steuerte die Größe der berechneten Spannung. Und natürlich braucht man für die Berechnung dieser Spannung das entsprechende Biegemoment MB Max von realen Konstruktionen, um das in unsere Biegespannungsformel einzusetzen. Und das sind an der Stelle genau die Skills, die Sie aus TM1 hier benötigen. Also die Berechnung des maximalen Biegemomentes, das ist was, was wir jetzt eigentlich hier immer wieder benötigen werden und was Sie an dieser Stelle können sollten. Und mit diesem Hinweis verabschiede ich mich von Ihnen.